bei Peerless AV TV. Heute haben wir zu Gast Rosario von Mercive. Hallo Rosario. Hallo Stefan. Freut mich, dass du hier bist. Rosario will uns heute ein bisschen was erzählen zu eurem Produkt und zwar zu dem Mercive Solstice Pods der dritten Generation. Okay. Besten Dank erstmal Stefan für die Einladung, dass ich heute hier bei euch sein darf. Was zeichnet euch aus, Rosario? Stefan, zum einen zeichnet uns aus, dass wir als Softwareunternehmen, als reines Softwareunternehmen schon mal einen ganz anderen Ansatz verfolgen gegenüber allen anderen klassischen Hardwareherstellern, die ähnliche Lösungen vertreiben bzw. anbieten. Ja? Softwareunternehmen bedeutet, wir arbeiten hier permanent auch an der Weiterentwicklung unseres Gerätes. Bedeutet, die Hardware bleibt gleich, identisch, aber wir spendieren dem Gerät bzw. unserer Lösung, unserer Plattform das Jahr über entsprechende Software-Releases immer wieder neue Funktionen, die da hineinkommen. Ja. Kürzlich neu hinzugekommen ist das Thema Solstice Conference. Damit habe ich die Möglichkeit, man sieht hier die zwei USB-Ports, das sind USB 3.0 Ports, hier Videoperipherie oder Raumvideoperipherie anzuschließen, über die ich dann ganz gezielt als Host, sprich wenn ich ein Meeting, eine Videokonferenz starte, ob das jetzt Teams, Webex, Zoom ist und so weiter, das, was man eben gerne nutzt. Das kann ich hier unabhängig davon absolut auch einsetzen. Der Pod, eben dann die Kameras und die Verwaltung mit Kalender und so weiter, ist ein sehr komplexes Thema, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion im Augenblick, natürlich auch im Zuge der aktuellen Situation, der wir ausgesetzt sind, sehr gerne angenommen wird. Ja? Und viele weitere Dinge, die eben noch hier drin stecken, wie Digital Signage, wie ein Power Management, wir haben ein Active Routing, ja? Und würde heute definitiv den Rahmen sprengen, hier auf jede einzelne Funktion im Detail einzugehen. Ich denke, dass wir hier auch sicherlich irgendwo dann zum Abschluss noch einen Link einbauen werden, wo dann weiterführende Informationen zu beiden Unternehmen ja abgerufen werden können. Ansonsten stehen wir natürlich auch wie gewohnt gerne mit Antworten zur Verfügung. Haben. Ja? Was denn da zum Beispiel, was ist das Besondere an dem Mercive Pod? Der Mercive Pod zeichnet sich sicherlich erst einmal, wie gesagt, aus durch seine Einfachheit, ja, also gewollt, schlicht und klein, kompakt gehalten, um eben problemlos hinter einem Display, unter einem Tisch, an der Wand montiert zu werden. Dazu gibt es ja auch von der Firma Peerless mittlerweile die perfekte Halterung. Wo dann auch zum Beispiel reinpassen würde jetzt hier, ja? Wir nehmen einfach richtig, mal den, ja, und legen den da rein. Und dann hätte man den so drin, an der Wand zum Beispiel, ja? Oder an unserer Haltung dran. Genau, okay. Mit dem freien Zugang zu den einzelnen Anschlüssen natürlich, ob das jetzt die HDMI-Ports sind, ob das der LAN-Anschluss ist, frontseitig HDMI-Eingänge und USB-Ports dann für Kameraanschlüsse und dergleichen. Aber zurück zu den Besonderheiten des Solstice Pods der dritten Generation liegt sicherlich darin, dass wir nicht nur das Thema der klassischen Collaboration beherrschen, also das Teilen eben von Rechnern oder von Smart Devices, also quasi diesen klassischen Bring-Your-Own-Device-Ansatz verfolgen, sondern da steckt noch viel mehr drin. Also wir können mit diesem Pod zum Beispiel Digital Signage realisieren. Wir haben hier Funktionen drin, die ein Power-Management erlauben. Das Power-Management gestattet zum Beispiel dem Anwender, bei nicht belegten Räumen Displays oder auch Beamer gezielt in den Standby-Modus zu schicken und wieder bei, wenn eben Personen wieder im Raum sind, dann Displays entsprechend wieder aufzuwachen. Das heißt also, ihr habt schon alle diese Funktionen drin, wozu man normalerweise 1, 2, 3 Devices normalerweise vollkommen braucht. Vollkommen richtig. Das ist jetzt kombiniert in einer Box. Das ist da definitiv. Deswegen sprechen auch wir ganz gezielt eben von Plattform und nicht nur von irgendwo, ja, von dem klassischen Collaboration-Gerät oder Wireless-Sharing-Lösung im klassischen Sinne. Rosario, wo sind denn die besonderen Einsatzbereiche von eurem Mercive Pod? Genau. Der Pod kommt heute in jedem beliebigen Konferenzraum zum Einsatz. Völlig egal, ob das der kleine klassische Huddle Room ist, ob das der mittlere oder der große Konferenzraum ist. Wir haben hier zwei unterschiedliche Versionen, ja? Einmal eine Small Group Version und eine unlimitierte Version, die sich lediglich in einem Feature unterscheiden, nämlich die gleichzeitige Anzahl der Verbindungen, die wir darstellen können. Bei der Small Group sind das lediglich 4, bei der unlimitierten sogar bis zu 50.
Unser Firmengründer Christopher James als Universitätsprofessor hat schon sehr früh die Anforderungen im Bildungsbereich, im Universitätsbereich erkannt und hat eine Lösung geschaffen, die es ermöglicht, sogar bis zu 50 Anwender bzw. bis zu 50 Studenten gleichzeitig sich verbinden zu können zu einem Display, um dann eben nacheinander unterbrechungsfrei, ohne Übergänge präsentieren zu können. Mach nochmal. Rosario, wie komme ich denn jetzt an die Informationen dran? Wo kriege ich das Gerät her? Wo darf ich mich informieren? Genau. Relativ simpel, Stefan. Natürlich primär erstmal über die Homepage. Dort sind auch unsere Kontaktdaten zu finden. Wir haben eine deutschsprachige, sowohl als auch anderssprachige Homepages, eben europaweit abgedeckt mittlerweile. Dort sind auch unsere Partner zu finden, wie eben unsere Distributoren in Deutschland, über die natürlich dann weitere Informationen auch angefordert werden können. Ansonsten, wie gesagt, auch gerne direkt an uns. Wir unterstützen die Kunden gerne auch vor Ort bei Demos, Vorführungen. Wir versorgen sie auch sehr gerne mit entsprechendem Material, wie auch Demogeräte, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Also wir sind eigentlich dahingehend, was den Support bzw. was die Unterstützung für die Reseller anbelangt, sehr gut aufgestellt. Gut. Gehen wir nochmal auf das Thema Reseller ein. Also ich bin jetzt ein Reseller und habe eine Anfrage. Bleiben wir bei dem Thema Universitäten, weil daher kommt das Thema ja auch. Jetzt sagt der Reseller, ich bin jetzt ein bisschen überfordert mit den Anforderungen, die an mich gestellt werden, weil ich muss jetzt verschiedene Devices anbinden, ich muss verschiedene Contents darstellen. Das kann ja sein, dass zum Beispiel heute gibt es in der Cafeteria besonders günstig eine Suppe und gleichzeitig muss aber jemand seine Hausaufgabe an der darstellen und in der Gemeinschaft besprochen werden. So, jetzt denke ich mir als Reseller, okay, wie kann ich diese Anforderung lösen und komme dann zu euch und sage, pass auf, das ist die, wie könnt ihr mir helfen? Genau. Also wir führen gerne und beziehungsweise zunächst einmal mit den Resellern auch Vorqualifizierungsgespräche, in denen wir dann zusammen mit den Anwendern quasi ein Anforderungsprofil erarbeiten, prüfen, inwieweit diese mit unserer Plattform abgedeckt werden können und führen dann auch sehr gerne, ich meine, zu Zeiten von Corona machen wir das natürlich primär virtuell, also sprich über diverse Online-Plattformen, quasi auch ein Demo, eine Demo-Vorführung, entsprechende Gespräche. Wenn das alles soweit passt, stellen wir dann dem Kunden gerne Demogeräte zur Verfügung und begleiten ihn dann auch während dieser Phase natürlich weiterhin bis zu seiner Entscheidungsfindung. Also haben wir sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket von Mercive. Wir haben definitiv ein Rundum-Sorglos-Paket, das wir heute anbieten, das auch sehr gerne angenommen wird von unseren Kunden. Wie gesagt, wir sind auf jeden Fall gerne für unsere Kunden, sowohl Endkunden, Reseller, da. Ja, Rosario, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du hier warst und was erzählt hast über den Mercive-Pod. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und magst du noch was sagen? Ja, vielen Dank, Stefan, für die Möglichkeit, heute zusammen mit Peerless unsere Lösung präsentiert zu haben. Und ja, auch auf jeden Fall auf eine gute Zusammenarbeit in Verbindung natürlich mit eurer tollen, schicken Lösung, die ihr speziell für uns geschaffen habt. Ich denke, das ist für den Schulbereich, wo eben sehr gerne auch Geräte entwendet oder manchmal auch verloren gehen, eine ganz feine Geschichte. Ja. Super. Besten Dank nochmal, Stefan. Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank nochmal an Mercive. Alle Informationen zu unserer Haltung und zum Mercive-Pod finden Sie dann unten in der Beschreibung. Dort sind dann die Links einmal zur Mercive-Homepage, zu den Produkten und natürlich auch zu den Produkten, sprich unserer Halterung für den Mercive-Pod. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.